This is GFL Football. Die Berlin Rebels empfingen die Dresden Monarchs. Die Monarchs mit erst einem Sieg in dieser Saison. Für die Rebels steht sogar noch gar kein Erfolg zu Buche. Wir starten rein ins Spiel. Die Monarchs mussten zuerst punten. Also schauen wir auf die Berliner Offense mit dem Quarterback Donovan Isom. Der bedient hier Nigel Westbrooks für 25 Yards. Anschließend die ersten Punkte im Spiel für die Rebels durch Chris Kane. Field Goal aus 21 Yards. Es steht 3-0. Was ist mit den Dresdnern? Ihr Quarterback Justin Agner wieder fit, bedient Daryl Stewart. Der kommt bis zur Mittellinie, fumbled, aber die Berliner können den Ball nicht sichern. Damit bleibt Dresden glücklich im Ballbesitz und sie machen das Beste draus, weil Agner anschließend Anthony Brooks bedient für 46 Yards an die 4-Yard-Linie. Und kurz danach dann Agner höchstpersönlich, Play-Action, und er läuft in die Endzone, 7-3 für Dresden. Das waren die einzigen Punkte im ersten Quarter, rein in Durchgang Nummer 2. Hier ist Isom auf Robert Downs, 16 Yards, die Berliner vor allen Dingen mit ihrem Passangriff erfolgreich in dieser Partie. Anschließend dann Isom auf Westbrooks, schwieriger Pass, kommt an, 21 Yards. Wieder ein neues First Down, dann aber nur ein Field Goal Versuch von Kane und der wird dann auch noch geblockt von Ken Hike, also keine Punkte für die Berliner. Weiter geht's mit Dresden, mit Agner, mit Stewart, das sind 7 Yards, das ist ein neues First Down. Und anschließend dann Agner auf Isaiah Amaechi. Touchdown Dresden, 35 Yards, 13-3 für die Sachsen. Was macht die Berliner Offense? Das ist ihr direkt nächster Spielzug nach dem Touchdown. Isom, schlechter Snap, keine Chance. Sie sichern den Ball an der 1-Yard-Linie, müssen aber anschließend punten. Und damit die Chance für Dresden, die Führung auszubauen. Agner auf Amaechi für 7 Yards. Und dann ist der Touchdown gefühlt nah, aber Druck auf Agner, der Pass gerät zu kurz. Interception Paul Morant. Und diesmal klappt es bei den Berlinern mit dem Snap besser und Isom hat die Zeit und er hat einen völlig freien Receiver. Robert Downs III mit 44 Yards Raumgewinn. Anschließend dann allerdings 4. Versuch und 6. Isom sucht einen Receiver, verfehlt ihn aber ein ganzes Stück. Incomplete Turnover on Downs. Dann wieder die Dresdner und Agner und da ist wieder Paul Morant. Der macht die Interception, es kommt noch schlimmer. Morant fällt unglücklich auf die Beine von Dresdens Top-Receiver Daryl Stewart, gerade erst zurückgeholt. Das sieht nicht gut aus, wir wünschen gute Besserung. Danach also Ballbesitz für die Berliner und das passiert. Westbrooks 41 Yards und merke, Schiedsrichter in der German Football League leben gefährlich. Dann Isom, 3. Versuch und 10, Pass unvollständig, es folgt ein Punt. Halbzeitstand 13-3 für Dresden, die Rebels mit vielen Yards, aber unterm Strich zu wenigen Punkten. Die Chance, das zu ändern, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Hier ist Isom. Und hier ist das nächste Big Play. Immer wieder die langen Pässe der Berliner. Isom auf Downs, 43 Yards. Und anschließend gibt es dann tatsächlich den Touchdown. Also auch mal ordentlich Punkte für die Rebels. Der Extrapunkt allerdings nicht gut. Berlin verkürzt auf 9-13. Die Monarchs setzen anschließend auf ihr Laufspiel auf Yazan Nasser. Der läuft hier für 11 Yards. Und dann sind sie schon wieder tief in der gegnerischen Hälfte und Agner findet diesmal den richtigen Mann. Amaechi, Touchdown, 14 Yards, 9-20. Dann die Berliner mit ihrem französischen Running Back Meryl Zero, 23 Yards durch die Mitte. Und dann aber wieder Passspiel kurz vor der Endzone. Problem. Isom muss improvisieren, Pass wird berührt und anschließend abgefangen von Ken Hike. Also wieder keine Punkte für die Rebels und
Dresden beginnt an der eigenen 1-Yard-Linie. Lauf von Nasser, 11 Yards. Dann der andere Running Back der Dresdner, David Baum. Auch das bringt 11 Yards. Die Dresdner wollen jetzt Zeit von der Uhr nehmen. Wieder Baum, 16 Yards für ihn. Und je länger der Drive dauert, umso größer werden die Lücken. Lauf von Nasser, 20 Yards. Und damit geht's rein ins vierte Quarter. Ein Drive, bei dem die Dresdner nur laufen, endet so. Von der 2-Yard-Linie, Handoff zu David Baum, Touchdown, 9-27. 12 Spielzüge, 99 Yards, alles nur Läufe. Das die Dresdner, die mit diesem Drive das Kommando im Spiel übernehmen. Und der direkt nächste Spielzug, die Berliner sagen, okay, ihr braucht 12 Spielzüge in die Endzone, bei uns reicht einer. Isom für Downs. Die Rebels verkürzen auf 15-27. Und Dresdens Quarterback Agner anschließend gesackt beim 2. und 17. Also gibt es nur einen Field-Goal-Versuch für die Monarchs. Sebastian Naas aus 26 Yards Entfernung. Kick ist nicht gut. Die Berliner also mit der Chance zu verkürzen. Isom auf Westbrooks. Das nächste Big Play, diesmal 38 Yards. Isom mit insgesamt 438 Passyards. Aber halt nicht erfolgreich in den entscheidenden Situationen. 4. und 4, Pass unvollständig. Dresden anschließend 3 and out. Aber die Uhr läuft den Berlinern davon. Isom auf Lorenz Schäfer. Raumgewinn 30 Yards, aber dann bleibt nur noch ein Spielzug. Und mit einem Spielzug kann man keine 2 Touchdowns machen. Aber immerhin einen. Isom auf Westbrooks. 23-27. Die Rebels verkürzen danach das Spiel vorbei. Die Dresdner feiern endlich den 2. Sieg. Die Rebels wieder respektabel, aber sie müssen immer noch auf den 1. Sieg warten.